Hey Schnitzel und damit herzlich willkommen zurück zu Gibbous, A Cthulhu Adventure. So, dann würde ich sagen, reden wir doch mal mit dem Voodoo-Kerl. Was hat er zu sagen? Haben wir ja schon die Katze, was sie von ihm hält? Okay, nein. Dann, was sagt er dann? Hi there. Greetings, Wanderer. And be welcome. Okay, ja, das stimmt. Er ist ganz schön willkommen heißend dafür, dass wir, erinnert euch, erstmal das Passwort klauen mussten und so. Ich würde sagen, damit starten wir auch direkt. Welcome, huh? Place doesn't look that welcoming. You come seeking the help of the Voodoo Gentleman. You put up with the decorations. Okay. Also, wie soll ich dich nennen? VG? So, what do I call you? VG? No, that sounds a little bit too gangster. Voodoo Gentleman will do. Thanks. Voodoo Gentleman? Okay, er hat keinen Namen. War das mit dem Passwort wirklich notwendig? Was that password part really necessary? It is best that I keep a low profile, lest the jackals tax me right out of town. Thus, the recommendation-only access. By the way, who referred you to me? Wer hat mich empfohlen? Ich habe die Anzeige in den Kleinanzeigen entschlüsselt. Margot hat mir von dir erzählt, oder ich bin zufällig vorbeigekommen und habe das Passwort erraten. Ich würde das untere nehmen. Verbessere mal dein Passwort, Bro. Da kommen gar keine Zahlen und Großbuchstaben vor. Darn it, I knew I should have added numbers in an underscore. Sag ich doch. Okay. Ach, aber wir können das nochmal fragen. Vielleicht sagt er was Besonderes, wenn wir sagen, wer uns empfohlen hat. Was that password part really necessary? It is best that I keep... Thus, the... By the way, who referred you to me? Ah, okay, er fragt nochmal. Also wir können... Ja, dann probieren wir einfach alles aus. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Kleinanzeige. I deciphered that... Add in the classifieds? Oh, I do regret putting that out. I've been getting calls about fine leather jackets non-stop ever since. Fine leather jackets? Uff, kann das irgendwer entschlüsseln? Ist das ein Code? FLJ? Huh, wie hieß die Straße nochmal? Dammit. Na gut, aber... Ich meine, warum will er keine Kunden? Was that password part really necessary? Also ich meine, jetzt so businessmäßig? It is best. Thus, by the way. So, okay, jetzt Margot hat mir von dir erzählt. Vielleicht können wir ihr doch noch helfen, so wie wir es versprochen haben. Margot told me about you. Margot. Well, I'm glad to see you're alive and well. Wieso? So mörderisch ist sie jetzt auch, also nur gegenüber ihrem Ehemann, also, ne? Okay, der Voodoo-Gentleman. Du machst Voodoo. The Voodoo-Gentleman? You do Voodoo? I'm buzzed, by the way. Hmm. You do at least remember what you came here for, I trust. Warum sind wir hierher gekommen? Ich kann mich an nichts erinnern, Voodoo-Gentleman. Ich erinnere mich, es fing alles an, als ich dieses Buch fand. Solltest du nicht einen exotischen Akzent haben? Das, würde ich sagen, ist die allerwichtigste Frage von allen. Aren't you supposed to have an exotic accent? Oh, that's so cliché. Plus, I travel a lot. Okay, ja, dann, weil das mit dem Buch wahrscheinlich die richtige Antwort ist, erstmal drum spielen. Ich kann mich an nichts erinnern. Die Dämpfe von den Duftkerzen hier, boah. I can't remember a thing, Voodoo Gentleman. Well, I guess that solved whatever your problem was, huh? That'll be 20 bucks. Voodoo Capitalism strikes again. Okay. 20 Bucks dafür, dass man einmal herkommt? Das ist aber nicht so teuer, dass ich mehr erwartet für Voodoo. Also Praktiken, ne? Okay. Als ich dieses Buch fand. I remember, alright. It all started when I found this book. Well, to make a long story short, I accidentally put a spell on my cat, and now she's even more annoying than she was before. A spell, huh? How'd you go about doing that, Harry? I used this. Vaulting voodoo fixins is at the Necronomicon in all its glory. Wanna have a look-see? No. Put that away.
That thing should not be touched. Oh boy, oh boy. I'm sure glad I'm not in your shoes. I can't help you with your cat, my man. There are some things even I don't mess with. Okay, gut. Er ist aber, boah, was für ein Angeber. Direkt das Necronomicon rausgezogen. Er hätte auch einfach zeigen können, dass die Katze redet. Ich sag's ja nur. Okay, aber Voodoo oder aber meine Katze? Ich würde sagen, aber meine Katze. Arme Kitty, die ist... Der ist echt wichtig, dass sie zurückverwandelt wird. But my cat! Ugh, cats. We never did get along. What are the symptoms, pray tell? She kinda started talking. Oh, look, the cat speaks. Come one, come all, see the freak. She's really unhappy with her current situation. Oh, ye gods, I've had this nightmare before. Maybe a pinch, but there's no cold sweat. How can this be? It's real, Witch MD. Well, crap. I mean, alas! Okay, gut. Wie konntest du sofort erkennen, dass es das echte Necronomicon war? Naja, vielleicht an dem real blinzelnden Auge, aber gut. Was für eine Operation führst du hier überhaupt durch? Oh, und ein Freund von mir wurde entführt, oder kannst du mir nicht wenigstens die Richtung weisen? Hattet ihr schon mal Albträume von einer redenden Katze? Katzen sind eigentlich... Also, ne? Hate to break it to you, aber die sind ziemlich süß. Okay, ja, ich würde sagen, wir fangen von oben an. Wie konntest du erkennen, dass es das echte Necronomicon war? How could you tell that was the real Necronomicon right away? Most everyone imagines it all black, bound in human skin, baring teeth. Only true initiates know it really kind of looks like one of those British sweater vests. You know, the ones with all the crisscross things. Yeah, why is that? I guess you sometimes just go crazy with the triangles and it just doesn't turn out as evil a design as you'd think. Still, the content more than makes up for it. Pleasant colors, though. Yep, very eye-pleasing. Yep. Warte, das hat Dreiecke drauf? Das habe ich gar nicht gesehen. Mal abgesehen davon, ich habe keine Ahnung, von was für Sweater-Pests er redet. Huh, vielleicht werde ich später mal googeln. Aber erneut, es hat ein menschlich lebendes Auge. Also ich meine, wir können noch mal fragen. Sagt er dann was anderes? How could you... Most everyone... Okay, nein, only, you know, ist dasselbe. I still... Pleasant. Yep. Okay. Was für eine Operation führst du hier überhaupt? What kind of operation are you running here anyways? One that stays away from messing with the old ones. But it's just like a personifying curse. Those should be easier, right? You'd think. Okay. Ja, die großen Alten, ne? Jetzt wäre natürlich cool, wenn man sich ein bisschen mit Cthulhu auskennen würde, aber ich glaube, es ist halt einer von den großen Alten, davon gibt es mehrere, und riesige Götter, und wir Menschen können nur froh sein, dass wir ihnen am Arsch vorbeigehen. Also so viel habe ich davon verstanden, glaube ich. Oh, und ein Freund von mir wurde auch entführt. Welcher Freund? Meint er seinen Mitbewohner? Wurde der entführt? Ich dachte, er war nur nicht zu Hause. Oh, and a friend of mine got kidnapped too. Oh, you know, er meint den Detektiv. Sorry. Something tells me it's also Necronomicon related. He was kidnapped while looking for the damn thing. I really wish I could help you out, but was it a very close friend? We talked for like 5 minutes. So it was basically someone off the street. Aren't we all basically someone off the street? You sure are. Okay. Alles klar. Kannst du mir nicht wenigstens die Richtung weisen? Come on. Can't you at least point me in some useful direction? There is one person that could probably be convinced to delve into this kind of mess. Yeah? I was just getting into my intriguing plot development swing and you totally threw me off. Where was I? Oh yeah. There's this avid student of the dark arts, an undercover intruder into the Dagon cult. A dear, dear friend of mine. A man mad and passionate enough to wade through the occult mysteries of the Necronomicon itself. Kriegen wir eine Adresse oder so? What's the matter? Cat got your tongue? Did he just go there? Okay, ja, ich dachte, du wolltest eine dramatische Pause einlegen.
Erzähl mir mehr über diesen düsteren Dracheneindringling. Dracheneindringling? Ist das... hä? Weird übersetzt? Oder habe ich irgendwas nicht gecheckt? Ja, ich dachte, du wolltest eine dramatische Pause einlegen, sorry. Sorry. I thought you were going for a dramatic pause. But everything I'm saying is dark and morbidly fascinating, right? Oh, absolutely. Just a second ago, I really think I detected some goosebumps. Awesome! I've been working on my wording and delivery. Das ist bestimmt sehr wichtig. Das ist bestimmt einer der schwierigsten Parts, wenn du so einen ne, mystischen Wahrsager-Job hast, dass du die ganze Zeit sehr vage sein musst. So, ja, keine Ahnung, ne? Mir fällt nicht mal ein Beispiel ein. Ich wäre richtig schlecht da drin, glaube ich. Erzähl mir mehr. Tell me more about this dark intruder dragon guy. Dagon, not Dragon. Ah, the terrible god okay. of the murky abysses. The one who seems to have Fishmith in his clawed grip for decades now. Man, where do you get all this stuff? I am a student of the occult stuff, my greenhorn friend. Plus Wikipedia. Alles klar. Dieser Dagon hat also seit Jahrzehnten Fishmith im Griff, wegen dieses dunklen Schülers, den du erwähnt hast. Ja, erstmal die Frage, jemand hat unsere Stadt im Griff? Wie sieht's? So this Dagon's had Fishmith in his clawed grip for decades. He's the mayor, then. Worse than that, if you can imagine. But this is all hearsay, since most people have been just avoiding Fishmith for years and years. I haven't talked to my friend in ages. Different cell phone carrier? That, and little to no reception. Oh, das würde mich ja richtig nerven, wenn die ganze Stadt einfach keinen Empfang hat. Ich würde sagen, tschüss, ne? Also, wegen dieses dunklen Schülers, den du erwähnt hast. About this dark student you mentioned. I'm really on the fence here about telling you more. This could be very dangerous. And men in red shirts are notoriously unlucky. Wirklich? Stop reinforcing the stereotype. Is this about money? Money? No. I always seem to end up working for free anyways. Oh, wirklich? Warum? Okay, you gut. Know what? I've had enough. Oh, sorry, Bye. Leute, das war aus Versehen. No, 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 stay a while, Buzz. Let's talk this through. But I want out of this dialogue tree. I want to go outside and stare at the buildings. The voodoo gentleman commands you to please reconsider? Okay, since you're being so nice about it. Das war eh aus Versehen, aber cool. Man kann also nicht gehen. Nice. Aber die Straßenschilder. Na gut. Okay, sag es mir nicht. Bitte sag mir, wer der Mann ist. Nö, wir spielen jetzt. Ich meine, wir haben jetzt schon das angefangen, mit dem wir gehen erstmal. Dann spielen wir jetzt ein bisschen Hard to Get. Dann sag es mir halt nicht. Okay, fine. Don't tell me. I'll just take the Necronomicon to the next occult dude in the neighborhood and see if... What? You'll do no such thing. Please do no such thing? Aw, man. Okay. Just because you're such a nice guy. Was? Really? Okay. By the way, ich finde seinen Bart sehr verwirrend. Ich finde, der sieht irgendwie nicht aus, als wäre er Teil seines Gesichts. Vielleicht, weil er grau ist und nicht dieselbe Farbe wie seine Haare hat, aber der Bart sieht mega komisch aus. Na gut, bitte, bitte sag mir, wer der Mann ist. Please tell me who the man is. Sounds like he's our only chance. It is with great difficulty that I even utter his name. You haven't yet. Not if you keep interrupting me. Are you sure you're ready to hear his worldly denomination spoken out loud? Yeah. Hit me. I'm bracing myself. His name is Bob Olmstein. Dum dum dum. Bob Olmstein. Allein das zu sagen bringt mein Blut zum Kochen und meine Knochen zum Grinnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Hausmeister so heißt. Weißt du, es geht einem wirklich gut über die Lippen. Oder hat er nicht einen Neffen, der für Tendrils spielt? Was immer das ist. Nein, nein, wir sind mal sehr beeindruckt. Wir wollen ja nicht den Voodoo-Guy verletzen. Bob Olmstein. Just saying it makes my blood boil and congeal at the same time. I know, right? Okay, alles klar. Du sagst also, ich kann Bob Olmstein in Fishmouth finden. Wir können ihn nerven mit dem Namen. Oder, seit ich dich Bob Olmstein sagen gehört habe, haben mich Wellen der Ehrfurcht überflutet. Wir sagen einfach mal seinen Namen nochmal. Bob Olmstein. Bob Olmstein. Gute Konversation.
Okay, du sagst also, ich kann den Fisch mal finden. Jetzt mal zurück zum Fall. So you're saying I can find Bob Olmstein in Fishmouth? Well, yes, but let it be known, I am not advising you to go there. Doesn't look like I have a choice either way. Can you tell me how I can track him down once I get there? Last time we spoke, he was staying at the Finman house. Gotcha. Just remember, we don't go to Fishmouth. Warte, ich dachte, wir sind schon in Fishmouth. Sind wir nicht in dieser super cursed Stadt oder so? Ups, das habe ich nicht ganz gecheckt. Okay, dann, ja, tschüss, würde ich sagen, ne? Ab nach Fishmouth. Können wir direkt das Taxi nehmen? Oh, Margaret ist weg. Hatte wohl keinen Bock mehr zu warten. Achso, nee, wir haben ja auch gesagt, wir kümmern uns um alles, oder? Hey Taxi, bring mich zum Finman House in Fishmouth. Hey, Taxi, take me to Finman House in Fishmouth. Yeah, that's real funny. Let's waste the cabbie's time with dumb jokes. Nein, wirklich. No, I'm serious. Take me to Fishmouth. We don't go to Fishmouth. Stecken die unter einer Decke? Ich zahle das Doppelte. Wir haben keinen begrenzten Geldbeutel, oder? Ist das hier... I'll pay double. You can pay four times the fare. It ain't worth going there. You think Darkham's been strange lately? Ah, Darkham sind wir, stimmt. So let's get a whiff. Money can't make me go there, friend. Them fishy folks will scare the scales off an anchovy. Sieh mal, ich habe diesen verdächtigen Keks. Alles klar, erstmal den Taxifahrer unter Drogen setzen. Immer eine gute Idee vorm Autofahren. Kann ich dich für ein altes, verfluchtes Gemor interessieren? Oder ich habe diese sprechende Katze. Ich meine, aber sind wir das Problem nicht im Prinzip los, wenn wir sie eingetauscht haben? Also, oder bietet er sie gar nicht an? Ich frag mal. I have this stalking cat. We all gotta crush the bear, buddy. Amen, brother. Okay. Sieh mal, ein verdächtiger Keks. Bitte iss den nicht vor der Fahrt. Look, I have this suspicious cookie. Keep that thing away from me. Some darn hippie fed me one of those about a month ago. I was seeing tentacles and all kinds of ungodly things for a week after. You don't say... Wow, okay. Kann ich dich für ein altes, verfluchtes Grimoire interessieren? Can I interest you in an ancient, cursed grimoire? Nah, already got one of those. And it's full of my wife's special occasion dresses. Okay. Ja, was muss ich tun für eine Fahrt nach Fishmouth? Komm on, wir wissen doch, wie es läuft. Adventure-Charakter. What can I do for a ride to Fishmouth? Well, I do have a family problem needs taken care of, but, Man, it's a heck of a doozy, let me tell you. I'm all ears. See, this cousin of mine, Ed, married a woman out of Fishmouth. Fishmouth, can you believe it? Name's Azaneth. Anyway, ever since they got together, every time I meet old Eddie, I get this strange feeling he's not himself. Always shopping for groceries, never goes to the ball game anymore, general zombie-like complexion, lack of will to go on. That's pretty common from what I understand. Oh, you unmarried folks always piling on the stereotypes. No, friend, I mean, and I know it sounds crazy, it's like she's looking at me through his eyes. Like she's the one inside, right? Whoa, okay. So, where's he? Good question, buddy. I mean possession. That's crazy talk, I know, but I've seen it with my own eyes, man. Now, he ain't talking much, but from what he did say, he gets littler and littler time as himself every day. And I'm worried sick, man. Look, I don't know what your deal is, but get rid of Azaneth for me, and I'll drive your butt to Fishmouth like it was nothing. Quest unlocked. I mean, deal. Okay, then. Okay. Azaneth ist also seine Frau. Warum wollen hier alle irgendwen loswerden? Das erscheint mir nicht normal, oder? Was kannst du mir über Ed sagen? What can you tell me about Ed? Name's Edward. Edward Derby. He's my cousin. Supports the tentacles. Don't care much for light beer or garlic-based toppings. Thanks. That's, very insightful.
Was kannst du mir über Asenath sagen? What can you tell me about Asenath? What's there to say? She's a creepy one, that's for sure. Looking like a darned fish if I ever saw one. I've been driving cabs forever, and I never heard of anyone else called Asenath in Darkham, so there's that. Hope that'll help you. Thanks. Asenath? Ist das irgendwie ein Anagramm oder so? Okay, got it. Okay, ich muss los. Got it, scoot. Alles klar, können wir dann nicht einfach unseren Voodoo-Freund fragen? So, hey, yo, kannst du vielleicht mal... Die Marco ist echt weg. Krass. Kannst du nicht vielleicht mal hier, ne, Typen um die Ecke und so? Was geht? Du musst mir helfen, jemandem zu helfen. Voodoo Gentleman, I need you to help me help someone out. Oh no. Whose life is the Necronomicon ruined now? No, nothing like that. There's this cabbie outside and his cousin's body is apparently being possessed by his wife, Asenath. It's like he swaps bodies with his wife against his will. Wife swapping? That's crazy. Yeah. Okay. Anyway, help me help his cousin get rid of this Asenath character. Well... Since I can't help change your cat back, I might as well give you a hand with this possessing business. Actual voodoo freaking magic? My special brand of it, yes. We will need to craft a personalized voodoo spell. You're getting a platinum package deal here, buddy. I fear a fetch quest is in order. You'll need a doll, well, that goes without saying. Then you'll need something that cuts, chops, or severs. And finally someone... How can I put this... Attractive. We're not talking chopping attractive people's limbs off here, right? Oh no, I have one motto. Do no physical harm. That's not just a motto. And one more thing. You need to look up the order we will use them in. Ist seiner... Also ich meine... Okay. Dass ich Dinge besorgen muss, meinetwegen. Aber ich muss auch noch rausfinden, in welcher Reihenfolge. Das ist doch wirklich sein Job, oder? Kannst du mir nochmal sagen, welche Gegenstände ich brauche? Nee. Was meinst du damit, kein körperlicher Schaden? Kannst du die Sachen nicht selbst besorgen? Du hast ein paar Puppen hier. Ich habe diese Schere gefunden. Ich habe dieses Bild eines männlichen Models gefunden. Wo soll ich die Reihenfolge nachschlagen? Okay. Das ist alles super, aber ich würde sagen, diese Quest heben wir uns auf für... Die nächste Folge von Gibbous, A Cthulhu Adventure. Vielen Dank, dass ihr da wart heute und bis zum nächsten Mal. Ciao!